haben von einem 1 Liter 20 V Turbo gemacht, 1.8T. Low-Budget-Projekt. Wir sind bei 500 Euro. Jetzt stellt euch mal vor, wir sitzen in einem Lupo. Mit so einer Power. Also das war jetzt mit dem dritten Gang kurz beschleunigt, ne? Ja. Muss ich dir vorstellen, dritte Gang. Ist nichts für ihn. So ein geiles Wetter, 0 auf 100 zu messen. Wenn du jetzt da drin bist und du jetzt den Druck spürst, was würdest du sagen, wie viel PS hat das Ding? Aber das ist krank, das ist so geil. Oder? Wie willst du Oma fahren? Ja. Boah. Okay, ich sag nie wieder drück, ey. Willkommen, Herr Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, vor einem halben Jahr haben wir einen Projekt gestartet. Der hieß 1.8T, achso, Lupo 1.8T Low Budget. Das haben wir gemacht. Wir haben es ein bisschen geändert nach der Zeit, wie zum Beispiel ein GT28 wollten wir machen, kein GT30, wobei ich den GT30 auch gefeiert hätte. Aber ist ja nicht schlimm, vielleicht können wir es ja noch machen. So, das ist der Lupo hier. So sieht der jetzt aus. Wir haben von einem 1 Liter Lafett einen 20V Turbo gemacht, 1.8T. Wie das es nicht reicht, haben wir den nochmal geändert und den auch noch entfernt und einen GT28 gemacht. Das heißt, der kommt auch noch weg. So, so sieht der fertig aus. Ich fahre den seit einer Woche schon echt hoch, runter, also der hat, also ich habe den gequält, eine Woche lang. Was wir jetzt machen, ist jetzt 0 auf 100. Rafid, kannst du dich noch erinnern, wie viel wir 0 auf 100 geschafft haben? Gebraucht haben. 10 Sekunden oder so? Was? Nein, 15 Sekunden oder 20. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh. Und was hast du heute gemacht? Nichts, sagt er. Und komm, komm, komm. Boah, Alter, der will nicht. One eternity later. Der will nicht. Oh! Genau, 28 Sekunden, fast 29 Sekunden haben wir dafür gebraucht. Und jetzt wollen wir mal testen, was der jetzt braucht. Aber bevor wir damit anfangen, bevor wir die 0 auf 100 machen und ein bisschen fahren, sage ich euch nur, mit dem Wagen ist einfach nicht, ihr müsst euch vorstellen, ich muss echt langsam starten. Wir müssen langsam starten und danach auf Drehzahl kommen, weil das Problem ist, genau, der Reifen dreht nur durch. Ihr müsst euch auch vorstellen, das Ganze ist Low Budget. Low Budget, ne? Weil, wer es alles mitgekriegt hat, von Anfang an, wir wollten Low Budget und wir haben es auch geschafft. Wir sind bei 500 Euro. Also das 500 Euro ist auch grob gerechnet, ne? Also vielleicht sind wir sogar drunter, ne? Und wir haben immer noch den Schrott A3 noch, was wir noch jede Menge noch Sachen verkaufen können. Stellt euch das mal vor. Was ich alles geändert habe, ist nicht viel, ne? Vielleicht denken die, boah, was hat er jetzt alles geändert und so. Nein, ich habe da nicht viel geändert. Pumpe von A3, 1.8T drin. Düsen sind 630er drin, GT28, Turbo drin und ein VH6. Luftmassenmesser drin, das war's. Ja, und die anderen Sachen weißt du ja wieso alles, ne? Also die Antriebswellen, dass wir geschnitten haben, angepasst haben, geschweißt haben, die Achsschenkel, Getriebe, Motor, alles von A3. Also ihr müsst euch vorstellen, die komplette Front, komplett, wenn ihr hier was braucht, alles von A3. Nichts irgendwie vom Lupo. Lupo hat nichts mehr zu tun. Vom Lupo könnt ihr nur noch die Karosserieteile holen. Sonst nichts am Motor, braucht ihr nie wieder was vom Lupo. Der braucht alles von A3, 1.8T. Ageo-Motor ist ja drin, wisst ihr ja. Und was er jetzt an Leistung hat, das ist sehr schwer einschätzbar, weil Steuergerät wurde echt gut gemacht. Der erste, zweite Gang ist schon okay, aber nach der dritte, ab dem dritten Gang, ist der brutal. Der ist so brutal abgestimmt bei dem dritten Gang. Ich kann euch nicht sagen, was für eine Leistung. Also ich fahre sehr viele schnelle Autos und ich muss sagen, der dritte Gang ist bei dem brutal.
Und das kann ich gar nicht einschätzen. Also wenn ich den dritten Gang so beschleunige, würde ich echt behaupten, wir sind knapp bei 400 PS. Erste, zweite würde ich nicht sagen, weil du kannst ja sowieso nicht schnell fahren. Aber der dritte, wenn der einmal auf der Straße ist und beschleunigt, du hast Angst zu drücken. Das ist krass. Das kann ich euch gar nicht sagen. Das müsst ihr gleich selber sehen. So, sonst ja, wie werden wir jetzt fahren? Ich freue mich selber drauf, weil es macht mir so viel Spaß, den zu fahren. Also ich kann euch echt nicht sagen, wie sehr. Ne, ihr wisst ja, ich habe ja den S3 gemacht und den Lupo gemacht. Andere auch, aber echt, ihr könnt mir jedes Auto hier hinstellen, Schlüssel geben, ich würde den nehmen. Weil der macht mir so viel Spaß, das ist so unglaublich. Du bist auf der Straße und du drückst einmal ganz kurz und jeder dreht sich um und guckt, ey, was will der denn? Was ist das denn? Das ist krass, ehrlich, das ist krass. Deswegen fahren wir jetzt eine Runde mit Rafet. Rafet, ja. Fahren wir? Ja. Ich will es einfach mit euch, dieses Gefühl, mal teilen. Bis später. So, Rafet, vor allem hier haben wir den gefahren, so, ne? Haben gesagt, wie lässt er sich fahren? Wie ein ganz normaler Lupo. Wie lässt er sich jetzt fahren? Wie ein ganz normaler Lupo. Ne, da ist jetzt nichts, was anders ist. Einfach nur krass. Ja, und wenn man mal ein bisschen Gas gibt, nur ein bisschen. Wie ist er? Krass. Also es war jetzt mit dem dritten Gang kurz beschleunigt. Ne? Ja. Du musst dir vorstellen, dritter Gang ist nichts für ihn. Das ist so krank. Jungs, und wir haben so ein geiles Wetter. Perfekt, perfekt, um 100, 0 auf 100 zu messen. Was sagst du, 0 auf 100, bevor wir jetzt anfangen? Was sagst du? 6 bis 7 Sekunden. Ja, 6 bis 7 Sekunden musst du einen super geilen Grip haben, das wird unmöglich. Ja, hoffen wir mal, aber weiß nicht. Ready? Ja. Zweiter Gang teilweise schon, ne, fast sogar teilweise bei dem dritten Gang haben wir 8 Sekunden gebraucht. Das ist krass. Also sind wir 20 Sekunden besser als vorher, als Serie. Das ist schon krass. Weißt du, wie viel Geld die geben für ein paar Sekunden und wir machen mal gerade mal so 20 Sekunden besser. Das ist krass. Also nein, realistisch sind 5 Sekunden drin. Rafet. Ja. Ne, also da muss aber echt Reifen müssen stimmen, perfekt fahren. Ihr müsst euch vorstellen, film mal bitte, ich habe Plattfüße-Schuhe. Ne? Ich komme da ganz Zeit durcheinander. Der Rafet sagt schon ganz Zeit, ey, Yunusabi, fahr doch ohne Schuhe, ehrlich. Muss ich, glaube ich, auch gleich mal probieren. Aber ich muss sagen, mit mir hat das ja teilweise der Rafet gebaut. Was heißt teilweise? Alles mit mir hat ja auch Rafet zusammen. Deswegen werde ich ihn das jetzt gönnen und ich werde der Kameramann sein und Rafet wird den ersten Mal fahren. Rafet, freust du dich schon? Ja. Willst du das überhaupt? Ja, will ich. Was sagst du denn jetzt, Rafet? So, was ist der Eindruck so, wo wir jetzt den fahren? Hat sich die Arbeit gelohnt erstmal? Auf jeden Fall. Und wie lässt er sich fahren gerade? Hammer. Wo ich mit dem dritten, zweiten, ersten Gang so beschleunige oder 0 auf 100, wie fühlt sich das an? Also denkst sehr, du... Sehr bequem und man kann vertrauen halt. Ja, man hat Vertrauen, also ist ja sicher. Richtig. Und aber, was würdest du jetzt so sagen, wenn du jetzt da drin bist und du jetzt den Druck spürst? Was würdest du sagen, wie viel PS hat das Ding? Ich bin 300 bis 400. Meinst du? Ja. Also meinst du das? Ist das so herb, ja, oder was? Hammer.
Also du weißt es ja selber, David weiß das ja auch selber. Wir fahren ja sehr viele Autos, die halt gewissen, also viel PS haben. Sei es 300 PS, 400 PS, 500 PS. Und deswegen frage ich ihn jetzt gerade. Und wenn er sagt, echt zwischen 300 und 400 ist alles möglich, dann ist das echt krass. So, egal. Jetzt soll erstmal Rafet fahren. Ich gönne ihm das, weil er hat da ja mitgemacht. Hier, komm, einmal wenden und jetzt gib ihm mal gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Kameramann ist hier gar nicht so schwer, Alter. Ne? Warte, fahr doch. Das geht. Was machst du denn da, Mann? Boah. Okay, ich sag nie wieder drücke, ey. Boah, Rafi, dir geht ja Hammer ab. Aber du hast doch nicht mal richtig gedrückt, ne? Nein, hab ich. So, 0 auf 100 klappt 8 Sekunden. Aber die 8 Sekunden dürft ihr nicht so hoch rechnen. Weil ihr müsst euch vorstellen, erster Gang fast durchgedreht, die Reifen, nur durchgedreht. Und zweiter Gang teilweise durchgedreht und dritter Gang hat er erst Grip gehabt. Also ich bin mir sicher, von 5 bis 6 Sekunden ist alles drin. PS weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Der eine sagt 300, der eine sagt 400, der eine sagt 250. Also es könnten alles sein. Deswegen, genau, wir suchen einen Leistungsprüfstand. Nähe Dortmund, Nähe Bochum. Wenn ihr einen kennt, es geht nicht um Geld oder so, um Gottes Willen. Es geht nur darum, dass wir so schnell wie möglich einen Termin bekommen in der Nähe, dass wir da hinfahren und einfach eine Leistungsmessung machen. Das wäre cool. Und Fatih hat das vorgeschlagen, was ich feiere. Grüße an dich, Fatih. Dass ihr in den letzten Videos von einfach GP einfach hinschreibt, Hashtag Kfz-Fuzis, Hashtag Leistungsprüfstand, Hashtag Lupo18T. Macht das, desto mehr Kommentare wir da drunter schreiben, desto mehr oder desto schneller wird er aufmerksam und vielleicht meldet er sich. Und das wäre doch krass, wenn GP bei uns meldet und sagt, ey, hör mal, wir wollen, dass du hier prüfst. Wer weiß, vielleicht fährt er auch damit eine Runde. Wäre geil auf jeden Fall, ich würde es feiern. So, Jungs, ich kann nichts dazu sagen. Ich feiere das Auto, ehrlich. Ich feiere das. Irgendwo habe ich ein lachendes Auge und ein weinendes Auge, weil das Problem ist, der ist so gut fertig. Wir sind, da gibt es nichts mehr. Da sind nur Kleinigkeiten wie Tacho und so funktioniert nicht. Tacho muss ich reparieren, aber oder Neues holen, das war's dann. Dann gibt es nichts mehr. So Kleinigkeiten, aber der fährt. Alles gut, alles super. Und deswegen bin ich schon ein bisschen traurig, weil wir diesem Projekt, weil der S3 ist schon fertig, der ist fertig. Also wir brauchen so langsam ein neues Projekt, glaube ich, Rafet, ne? Ja. Da schauen wir mal, was wir da machen. So, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Samstagabend eine gute Unterhaltung gehabt. Wenn es so ist, Jungs, abonniert diesen Kanal, um die Leistungsprüfung zu sehen, wo wir es machen und wie viel PS der hat. Bis dann, euer Kfz-Fuzzi. Haut rein, schönes Wochenende.